Özil, Draxler, in der Mitte Götze, Khedira, Hector und vollendet. 1:0 Mario Götze. Sein 7. Tor seit der Weltmeisterschaft. Eine nachdrückliche Empfehlung vom Mann, der gestern 24 geworden ist. Einige Male haben sie es probiert, dann Tempo ins Spiel zu bringen, jetzt über Kroos. Draxler, ja, Hector, vielleicht eine Fußspitze im Abseits. Aber wenn sie es schnell und direkt machen, hebeln sie die Ungarn auseinander. Und das ist ein Müller. Also es war abzusehen, dass solch ein Flankenball von Boateng zum nächsten deutschen Tor gehören muss. Gomez macht das Beste draus. Und Müller ist der Resteverwerter. 2:0 Deutschland. Und wieder einen Schritt im Abseits. Wie bei der Vorlage zum 1:0 bei Hector. Jetzt auch Gomez. Also die Tore haben auch allen noch einen Beigeschmack, der nicht sein muss. Und das Draxler-Tor, das hätte zählen müssen, zählte nicht. Ja, drei elementare Fehlentscheidungen, wenn man so will. Dem Kapitän, der gleich kommen wird, gefällt's.